Jesu. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, bereits im Koalitionsvertrag haben Union und SPD festgehalten, dass wir den Rechtsstaat stärken möchten, indem wir den Strafprozess modernisieren und die Strafverfahren beschleunigen. Und der Staatssekretär hat darauf hingewiesen, im Grunde genommen ist das, was wir heute einleiten, nur eine weitere Säule des Pakts für den Rechtsstaat, weil wir eben auf viele verschiedene Instrumente setzen und zum Jahresbeginn mit den Ländern dafür gesorgt haben, dass in den nächsten Jahren mindestens 2000 zusätzliche Stellen bei Richtern und Staatsanwälten entstehen, dass wir die Prävention stärken, dass wir die technologische Ausstattung bei den Behörden stärken. Und dazu gehört für uns als Bundesgesetzgeber eben auch, dass wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen so setzen, dass Strafverfahren zügig durchgeführt werden können, ohne Abstriche bei Qualität und Beschuldigtenrechte, und andererseits eben auch den Ermittlungsbehörden, auch das ist ein wichtiger Aspekt, die notwendigen Instrumente an die Hand gegeben werden. Und genau das passiert. Im Mittelpunkt steht der Strafprozess, aber vor dem Strafprozess ist das Ermittlungsverfahren. Und da haben wir beispielsweise mit der Ausweitung der DNA-Analyse ein ganz wichtiges Instrumentarium für die Ermittlungsbehörden, um zusätzlich und schneller zur Eingrenzung des Täterkreises zu kommen. Ich halte es für richtig, dass wir das zur Verfügung stehende Datenmaterial nicht nur für die DNA-Analyse, für die Bestimmung von Abstammung und Geschlecht nutzen, sondern eben auch dafür, dass man das Alter bestimmen kann, dafür, dass man die Haut, die Augen und die Haarfarbe bestimmen kann, um schneller Tätern habhaft werden zu können. Dem liegt im Übrigen nicht die Illusion zugrunde, dass man allein mit der Ausweitung der DNA-Analyse Verbrechen abschließend klären kann. Aber deswegen, und da setzt Ihre Kritik an der falschen Stelle ein, es ist ein wichtiges Instrumentarium, um schneller zu guten Lösungen zu kommen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht unverständlich, warum man den Ermittlungsbehörden dieses wichtige Instrumentarium versagen will. Wir schaffen es, und das ist auch richtig so. Und ein zweiter Punkt, den ich für das Ermittlungsverfahren benennen möchte, ist im Grunde genommen ein altbewährtes Ermittlungsinstrumentarium, nämlich die Überwachung der Telekommunikation. Dass wir das jetzt auch beim Wohnungseinbruchsdiebstahl ermöglichen, ist ein wichtiges Hilfsmittel für die Polizei und die Ermittlungsbehörden. Das darf man, glaube ich, überhaupt nicht unterschätzen. Für das betroffene Opfer macht es doch überhaupt keinen Unterschied, ob da eine international tätige Bande diese Tat begeht oder ob das regional tätige Einzeltäter sind. Das macht doch überhaupt keinen Unterschied, wenn es um die Sachbeschädigung geht, wenn es um den Verlust der Wertbestände geht, wenn es vor allen Dingen um den Einbruch in die Privatsphäre der Verbrechensopfer geht. Da müssen wir ansetzen und die notwendigen Instrumentarien zur Verfügung stellen. Im Grunde genommen ist es die Fortsetzung dessen, was wir in der letzten Legislaturperiode gemacht haben, indem wir den Wohnungseinbruchsdiebstahl zu einem Verbrechenstatbestand gemacht haben. Das hatte im Übrigen auch Erfolg, wenn man sieht, dass seit 2015 die Wohnungseinbrüche in Deutschland von 170.000 auf etwa 98.000 zurückgegangen sind. Immerhin der niedrigste Wert in den vergangenen 20 Jahren. Das ist auch ein Erfolg unserer Rechtspolitik, und diesen Weg setzen wir jetzt hier fort. Und deswegen kommen wir dann auch zur Beschleunigung der Strafverfahren als solcher. Und der Staatssekretär hat die Punkte benannt. Da geht es nicht darum, dass man Beschuldigtenrechte eingrenzt, sondern wir haben so viele praktische Beispiele. Und ich bin davon überzeugt, dass das auch die Anhörung des Ausschusses am nächsten Montag zeigen wird, wenn Praktiker aus ihrer Arbeit berichten, wo eben sozusagen ausschließlich aus Verschleppungsabsicht missbräuchliche Besetzungsrügen, Befangenheitsanträge, Beweisanträge, die völlig abwegig sind, gestellt werden. Wir schaffen die Voraussetzungen, damit im Strafprozess vernünftig umgehen zu können und damit die Dinge zu beschleunigen und zu verstärken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, damit wir auch deutlich machen können,
dass der Strafprozess nicht nur die Rechtsdurchsetzung des Staates und diesen Anspruch daran stärken möchte, sondern dass es auch im Interesse der Täter durchaus, aber vor allen Dingen auch der Opfer ist, dass man zu einem zügigen Abschluss des Verfahrens kommt. Und es ist angesprochen worden, es ist nicht akzeptabel, dass Verschleppungsabsicht genutzt wird, um anschließend einen Strafrabatt zu bekommen. Gerade bei den Wirtschaftsstrafsachen sehen wir, dass im Durchschnitt etwa 4 Monate Strafrabatt gewährt werden muss, weil vom eigentlichen Verbrechen bis zur Verurteilung die Zeit viel zu lange dauert. Und deshalb ist es ein wichtiger Schritt zur Stärkung des Rechtsstaates. Und es zeigt auch, dass wir gerade in rechtspolitischer Hinsicht in der Lage sind, die Dinge gut nach vorne zu bringen. Das ist auch ein Erfolgsausweis für diese Regierung. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Stefan Thome, FDP.